Hallo und herzlich willkommen zu meinem Webinar Ideen zum Dokumentmanagement mit SharePoint und Teams. Dieses Webinar hat über die drei angebotenen Termine über 170 Anmeldungen, was mich einerseits natürlich sehr freut, andererseits auch zeigt, dass das Thema hochaktuell und offenkundig sehr nah am Puls der Zeit ist. Letztendlich teile ich ja in meinen Veranstaltungen die Erlebnisse und Erkenntnisse aus meinen Projekten und, ja klar, Dokumente ablegen, speichern, organisieren, suchen und hoffentlich auch finden muss jeder. Natürlich stehen Sie vor der Frage, ob Ihre Anwender die Dokumente einfach auf einen großen Haufen werfen und hoffen, dass es schon irgendwie klappen wird, oder Sie ziehen ein leistungsfähiges Dokumentmanagement hoch, mit dem Sie sich auch nicht genieren müssen, wenn es zu Fragestellungen der Compliance kommt. Da Sie sich die Zeit nehmen, an diesem Webinar teilzunehmen, haben Sie sich ganz offenkundig gedanklich für den zweiten Weg entschieden und ich werde mein Bestes geben, eine spannende Stunde zu gestalten, versprochen. Im Grunde genommen bin ich nicht so der Fan von PowerPoint-Sessions, aufgrund der hohen Informationsdichte machen wir heute aber etwas PowerPoint und los geht's. So, wir sind jetzt hier im PowerPoint, Sie müssen das auf Ihren Bildschirmen auch sehen. Wir werfen zuerst nochmal einen kurzen Blick auf die Agenda. Das ist exakt die Agenda, die ich auch in der Ankündigung für dieses Webinar im Internet kommuniziert habe. Sie sehen, wir haben viel zu tun, also legen wir direkt los. Vorher aber noch ein paar organisatorische Anmerkungen. Das bin ich, ein paar Fakten über mich, springen wir mal drüber, Sie haben mich ja gerade schon live und in Farbe gesehen. Ich möchte noch anmerken, dass Sie automatisch den Link zur Aufzeichnung bekommen, zu der Aufzeichnung von diesem Webinar bekommen natürlich. Fragen, die Sie im Chat stellen, beantworte ich im Anschluss per Mail. Das ist ein bisschen kompliziert, gleichzeitig zu tippen und zu sprechen, deshalb kriegen Sie zeitnah die Antworten. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne an mich wenden. Hier sind nochmal meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Sie sind herzlich willkommen mit Ihren Fragen. Bei diesen Webinaren kommt immer auch häufig die Frage, Uli, wie sieht das aus? Kannst du uns auch beraten, Consulting-Leistungen erbringen? Natürlich kann ich das, das ist mein Kerngeschäft. Wenn Sie also Bedarf haben oder mal gern sprechen möchten, kommen Sie einfach auf mich zu. Hier sind nochmal meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Wenden Sie sich einfach an mich, da finden wir auf jeden Fall also eine gute Lösung. Ansonsten möchte ich gerne noch anmerken, dass es dieses Webinar sozusagen in ausführlich auch gibt als Online-Kurs. Auf meiner Website finden Sie unter Seminare jede Menge Kurse, die im Allgemeinen einen Tag lang dauern und intensiv ein Thema bearbeiten. Die werden interaktiv mit GoToTraining durchgeführt. Ich würde mich freuen, wenn das für Sie interessant wäre. Schauen Sie einfach rein und gucken auf meiner Internetseite einmal drauf. Da kommen auch laufend neue Themen dazu. Ich habe da also großen Spaß dran sozusagen an diesen Kursen und deshalb geht das auch dynamisch voran. Anzumerken wäre noch, dass es dieses Format oder in diesem Format, also im kostenlosen einstündigen Webinar, voraussichtlich Ende Juni noch eine Ausgabe Publishing mit SharePoint Online geben wird. Da geht es um Themen wie Intranet bauen, Extranet bauen, Communication Site, Hub Sites, Veröffentlichung von Dokumenten, Prozesse bei der Informationsveröffentlichung. Also heute haben wir Dokumentmanagement, das nächste Event in diesem Format ist also Publishing. Wenn das für Sie interessant ist, würde ich mich freuen, wenn Sie auch dabei sind. So, jetzt aber Crash-Einstieg ins Dokumentenmanagement. Ich habe mir gedacht, wir sprechen erstmal über die Ziele und legen fest, was wir überhaupt machen wollen. Ich habe also zum einen das Oberthema Komfort aufgeschrieben. Denn den Komfort für die Anwender müssen wir auf jeden Fall bieten, sonst werden die Anwender letztendlich das System also vielleicht nicht unbedingt ablehnen, aber nicht wirklich begeistertes Nutzen und freudiges Nutzen und auch eigene Impulse und Ideen setzen. Denn die ganze SharePoint- und Teams-Umgebung lebt natürlich davon, dass die Anwender sagen, okay, das ist eine coole Sache, das bringt uns wirklich weiter und da wollen wir letztendlich uns auch engagieren und die Plattform nach und nach ein bisschen besser machen. Das ist letztendlich einer der Kernbestandteile. Und da müssen wir die Leute schon ein bisschen locken durch Komfort. Wir müssen also, wenn wir mal ganz trivial darauf gucken, müssen wir also sagen, Dokumente erstellen und bearbeiten muss einfach sein. Das hört sich zunächst mal simpel an. Für die Benutzer bedeutet das, sie müssen leicht die Ablageorte finden, wo sie was speichern müssen. Sie müssen einfach neue Dokumente erstellen können und auch speichern darf nicht so sein, dass man letztendlich erstmal stundenlang irgendwelche Felder ausfüllen muss, bevor man ein Dokument speichern kann. Da sagen die Benutzer nämlich schnell, okay, das war irgendwie zu Filesystemzeiten irgendwie viel besser, da haben wir irgendwie ein
Dateinamen eingegeben, waren fertig. Wir haben die Dateien zwar nie wieder gefunden, aber zunächst mal der eigentliche Speicherprozess ging schnell. So, und die Anforderung ist, wir müssen letztendlich also genau diesen Komfort, diese Geschwindigkeit auf jeden Fall auch in SharePoint Online, in Teams oder auch im SharePoint On-Premises schaffen und einhalten, sonst werden wir die Leute einfach nicht abholen können. Die Dokumente müssen, das ist die zweite Forderung, situationsbezogen übersichtlich dargestellt werden. Situationsbezogen heißt, der Benutzer sucht also Dokumente oder möchte auf Dokumente in einer bestimmten Kategorie zurückgreifen, weil er zum Beispiel gerade die Dokumente aus der Projektphase 2 einsehen muss, weil er gerade in der Projektphase 2 arbeitet. Dann muss er also schnell dafür sorgen können, dass er die Dokumente situationsbezogen übersichtlich schnell bekommt. Wir müssen differenziertes Suchen komfortabel machen. Differenziertes Suchen soll heißen, wenn der Benutzer sucht und sucht zum Beispiel nach SharePoint, dann kriegt er wahrscheinlich also tausende von Dokumenten. Oder bei mir wäre es jedenfalls so, weil ich eben halt viele SharePoint-Dokumente habe. Und wenn er zum Beispiel also schnell sagen kann, ich möchte nur Projektdokumente sehen, ich möchte nur Dokumente aus der Projektphase 2 sehen oder irgendwelche anderen Fragestellungen, die einfach noch dazukommen, muss er einfach schnell also differenzieren können. Und da haben wir letztendlich auf jeden Fall Potenzial, das mit SharePoint viel, viel besser zu machen, als wir das im Dateisystem jeweils machen könnten. Und Sie müssen ja immer bedenken, wir haben unterschiedliche Situationen, in denen die Benutzer sich befinden. Das heißt, wir können da letztendlich durchaus hoffen oder müssen dafür sorgen, dass der Benutzer einfach diesen Suchkomfortgeschwindigkeitsfaktor dargestellt bekommt. Wir haben sicherlich Prozesse, die wir automatisieren müssen. Ich habe also mal ein paar Stichworte aufgeschrieben wie Genehmigung, Veröffentlichung, zeitgesteuerte Überprüfung. Zeitgesteuerte Überprüfung wäre zum Beispiel ein Thema, was bei QM-Dokumenten kommt, wenn Sie einmal im Jahr einmal ein Review anfordern müssen bei dem Owner des Dokuments, dass Sie sagen, guck nochmal drauf, ob das noch aktuell ist und passt. Wir haben sicherlich als ganz großes Thema und immer größer werden Sicherheit. Da haben wir das Thema, dass wir auf der einen Seite Informationen natürlich mit Berechtigungen versehen können. Ich möchte an der Stelle auch anmerken, dass es gut ist, die Berechtigungen immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, denn wenn Sie zu viele, zu komplexe Berechtigungen haben, trägt das also auch nicht wirklich zum Erfolg bei. Zum Beispiel diese ganzen hehren Themen wie Wissensmanagement basieren ja darauf, dass alle Benutzer oder möglichst alle Benutzer auf alle Informationen zugreifen können, sofern das nicht also irgendwelche geheimen Dinge, Personalabteilungen, Finanzen sind. Da haben wir sicherlich das Thema, dass Projektdokumente also irgendwie zu versiegeln und also vor den zu vielen Benutzern zu schützen, also eher kontraproduktiv wirkt. Das ist auf der einen Seite ein Stück Unternehmenskultur, auf der anderen Seite ist das ein Thema, wo ich bei vielen Kunden sehe, da kann man also durchaus nochmal drüber nachdenken und sprechen und einfach mal überlegen, wo wir da hin müssen. Wir müssen sicher Abfluss von Informationen nach außen verhindern. Also im Endeffekt heißt das, interne Dokumente sollen intern bleiben. Und wir haben sicherlich auch das Thema, dass wir sensible Informationen irgendwie gezielt schützen müssen. Da sprechen wir ein bisschen später nochmal drüber. Optimalerweise kann man das auch irgendwie automatisieren und da irgendwelche Verfahren finden. Ich werde das also mal angedeutet in diesem Kurs nochmal ansprechen, wie wir das also regeln könnten. Wir haben ein großes Thema Compliance. Compliance ist natürlich auch ein Thema, was in den letzten Jahren immer größer und größer und größer geworden ist. Ich möchte noch mal einmal den Begriff kurz definieren. Ich habe aus der Wikipedia.org einmal das entliehen und der Satz heißt, IT-Compliance beschreibt in der Unternehmensführung die Einhaltung der gesetzlichen, unternehmensinternen und vertraglichen Regelungen. Wir haben also zum Beispiel, um das also ein bisschen mit Leben zu füllen, das Bundesdatenschutzgesetz, die allseits beliebte Datenschutzgrundverordnung, ganz sicherlich bestimmt die GOBD, also die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern. Das ist also letztendlich ein Thema, was aus der Richtung Finanzverwaltung kommt. Wir haben das Telekommunikationsgesetz. Da gibt es auch noch ein paar andere. Ich möchte vor allen Dingen einmal auf das GOBD oder auf die GOBD verweisen und habe also für die GOBD einfach nochmal ein paar Dinge definiert, was wir also laut GOBD tun müssen. Wir haben übrigens da eine interessante Entwicklung noch, dass mit der Version Ende 2019 explizit die Nutzung von Cloud-Systemen, die in Europa, also im EU-Bereich stehen, genannt. Es war früher so, also vor dieser GOBD-Variante, dass die letztendlich Daten im Gültigkeitsbereich oder im Geltungsbereich des Gesetzes, also in Deutschland, lagern mussten. Mit der 12/2019-Version oder Revision ist letztendlich die Speicherung in Cloud-Systemen
Systemen, die im europäischen Einflussbereich stehen, also zum Beispiel in Amsterdam, wo viele Microsoft 365 Tenants im Moment liegen, explizit erlaubt, ohne dass sie also bei der Finanzverwaltung da um Erlaubnis bitten müssen oder das beantragen müssen, dass sie das machen können. Das ist natürlich also eine interessante Entwicklung. Jetzt aber einmal zu den Kernkriterien. Wir haben in der GOBD einmal zum Beispiel das Ordnungsprinzip. Da heißt es, es müssen geordnete und ausreichende Indexstrukturen vorhanden sein. Können wir mit SharePoint erreichen oder SharePoint und Teams erreichen? Da muss ich also ein paar Gedanken schon machen, wie man das organisiert. Der Hinweis, oder beziehungsweise das bezieht sich natürlich darauf, dass man in der Lage ist, schnell Informationen zu finden. Wir haben die Forderung nach Vollständigkeit. Da geht es also hier im Stichwort um lückenlose Belegarchivierung. Belegarchivierung haben wir in SharePoint wahrscheinlich eher nicht so sehr, aber sondern also eher die kollaborativen Dokumente, wo aber auch durchaus eine Vollständigkeit gefordert werden wird. Wir haben die Richtigkeit, sofern es finanzrelevante Dokumente sind. Wir haben die Richtigkeit, also Manipulationen an Dokumenten müssen ausgeschlossen werden können. Wir haben die Unveränderbarkeit, das heißt, keine Änderungen dürfen an Dokumenten durchgeführt werden, wenn die einmal eingelastet sind. Änderungen müssen nachvollziehbar sein. Wir haben die Versionierung. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Kriterium, was wir mit Microsoft 365, SharePoint, Teams erreichen können und müssen. Wir haben die Forderung nach Nachvollziehbarkeit. Da geht es also vor allen Dingen um eine Verfahrensdokumentation. Und es ist eben so, es geht um die Zeitgerechtigkeit, also um zeitgerechtes Archivieren. Das heißt, wir müssen eine zeitnahe Erfassung haben. Viele dieser Forderungen beziehen sich durchaus vor allen Dingen auf Belegarchivierung, was wir wahrscheinlich in vielen Fällen in SharePoint oder Teams eher weniger machen. Könnte man auch tun, aber die meisten Dinge sind also eher die meisten Projekte sind eher kollaborativen Charakters. Wir haben aber trotzdem das Thema, dass Dokumente aus dem kollaborativen Umfeld durchaus auch finanzrelevant sein könnten. Und da haben wir natürlich die GOBD-Forderungen, die wir hier erfüllen müssen. Und genau an diesen Forderungen werden wir an ein paar Stellen immer mal wieder darauf zurückkommen und feststellen, dass wir die also erforderliche Erfordernisse einhalten können. Ich möchte zunächst mal auf die Metadaten und Inhaltstypen hinweisen und da mal drüber sprechen und um es direkt vorwegzunehmen. Die Metadaten und Inhaltstypen sind für ein strukturiertes Dokumentmanagement eigentlich eins der wichtigsten Kriterien. Wenn Sie sagen, wir interessieren uns nicht für Metadaten und Inhaltstypen, können Sie natürlich trotzdem Dokumente in SharePoint speichern und einfach reinwerfen, aber im Grunde genommen werfen Sie die Dokumente dann auf einen Haufen, haben dann irgendwie eine Dokumentaufbewahrung. Das kann je nachdem, was Sie ja für Anforderungen haben, durchaus reichen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Wir haben in den meisten Kundenprojekten oder in fast allen meinen Kundenprojekten hat der Kunde aber durchaus höhere Ansprüche und da müssen wir also dem Thema Metadaten und Inhaltstypen durchaus nahe rücken. Ich möchte Ihnen einmal im kurzen Durchlauf präsentieren, worum es da eigentlich geht. Wir müssen erstmal einmal vielleicht in die einen Blick zurückwerfen und gucken mal die Entwicklung in SharePoint seit der Version 2001 an. In den frühen SharePoint-Versionen oder als man SharePoint in der ersten Hälfte seines Lebens gemacht hat, hat man immer gesagt, Ordner sind total böse. Wir wollen auf keinen Fall irgendwie auch nur einen Ordner in unserem SharePoint sehen. Und wir machen definitiv alles mit Metadaten. So, man hat dann festgestellt, dass also das ganze Thema mit Metadaten oder mit den Metadaten zu organisieren gar nicht so einfach ist. Prinzipiell ist es vielleicht nicht schwierig, aber es hat sich gezeigt, dass für den Benutzer die Handhabung nicht so ganz trivial ist. Dass der Benutzer eigentlich Ordner gewöhnt sind oder gewöhnt waren, dass sie in Ordnerstrukturen denken und wenn die also das irgendwie anders machen sollen, ist das also erstens mal ein großer Umdenkenprozess. Und auf dem zweiten Blatt steht, dass letztendlich das Arbeiten mit Metadaten oder das reine Arbeiten mit Metadaten unter Umständen auch relativ umständlich ist. Und ich habe ja gesagt, umständlich wollen wir gerade nicht. Wir wollen es komfortabel für unsere Benutzer haben oder müssen es komfortabel für unsere Benutzer machen. Ich muss zugeben, dass ich auch also auf jeden Fall zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, wir dürfen auf keinen Fall irgendwie auch nur einen Ordner in die Nähe unseres SharePoints kommen lassen. Aber wie gesagt, man entwickelt sich ja weiter. Ich sehe das mittlerweile auch also durchaus sehr differenziert, das werden Sie gleich sehen. In den Mitte der 2010er Jahre ist letztendlich irgendwie so ein
Trend auch durch die Community gewabert, dass man gesagt hat, okay, ja, wir wollen zurück zum Ordner und wir machen es einfach in SharePoint und Teams und allem drum und dran, so wie wir es eigentlich schon immer gemacht haben und vergessen also jegliche Metadatengeschichten. Das kann man machen, hat aber letztendlich das Thema, dass man dann viele Anforderungen, die wir einfach, gerade wenn wir Dokumentenmanagement darüber schreiben, einfach definitiv letztendlich nicht hinbekommen und die Ziele nicht erreichen werden. Das heißt, Fazit, wir müssen eine Balance finden, wie wir das geschickt machen, und für diese Balance sind Sie genau hier, weil ich Ihnen da ein paar Ideen oder ein paar Vorgehensweisen einfach zeigen werde, die sich in meiner Beratungs- und Projektpraxis bewährt haben. Ich möchte also einfach noch ein paar Fragen aufwerfen. Die Kernfrage ist, was ist für den Anwender am einfachsten? So beim Anlegen der Dokumente, beim Anzeigen, Sortieren, Suchen, wir werden das Thema auflösen. Und dann ist noch die Frage, wann kommen wir um Inhaltstypen und Metadaten nicht drumherum? Die will ich direkt beantworten oder ich habe sie eigentlich schon beantwortet. Wenn Sie strukturiert arbeiten wollen, Prozesse abbilden wollen, Archivierung brauchen, irgendwelche anspruchsvolleren Suchszenarien umsetzen müssen oder wollen, dann werden wir auf jeden Fall Inhaltstypen und Metadaten brauchen und ich werde Ihnen auch gleich vorführen, warum das so ist. Aber die Antwort auf diese Frage, wann kommen wir um Inhaltstypen und Metadaten nicht drumherum, kann ich leicht beantworten. Immer wenn Sie ein bisschen anspruchsvolleres Dokumentenmanagement und nicht nur Dokumente auf einen Haufen ablagemäßig arbeiten wollen, dann werden Sie einfach diese Inhaltstypen und Metadaten brauchen. Nochmal ein kurzer Aufriss über Dokumentbibliotheken. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle, die Sie hier in diesem Seminar sind oder in diesem Webinar sind, SharePoint-Dokumentbibliotheken schon mal gesehen haben. Deshalb wissen Sie, die Dokumente werden in Dokumentbibliotheken gespeichert und Sie können in Dokumentbibliotheken fast beliebig Metadaten definieren. Das fast bezieht sich darauf, dass es durchaus Grenzen gibt, wie viele Metadaten eingetragen werden können, wie viele Nachschlagefelder Sie brauchen. Diese Grenzen liegen weit im jenseitigen Bereich, sage ich mal so. Aber es ist so, es gibt Grenzen. So, die werden normalerweise wahrscheinlich nicht auf die kommen, aber man soll es durchaus ansprechen. Und dann haben wir das Thema, dass die Dokumente in der Dokumentbibliothek in unterschiedlichen Ansichten angezeigt werden. Wir haben zum Beispiel Ansichten mit Ordnern, wir können auch Ansichten ohne Ordner machen, wir können gruppierte Ansichten machen, gefilterte Ansichten, beliebig sortieren. Das heißt, mit den Ansichten sind wir sehr flexibel und Sie werden also feststellen, oder Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die Ansichten also eins der leistungsfähigsten Möglichkeiten oder die leistungsfähige Möglichkeit ist, wie Sie letztendlich Dokumente oder auch Listenelemente einfach in SharePoint darstellen können. Das heißt, es lohnt sich immer, sich mit den Ansichten deutlich Mühe zu geben. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt. Das habe ich Ihnen mal aufgeschrieben, dass wir einmal darüber sprechen, was ist überhaupt die Bedeutung von Ordnern. Ich habe hier mal 4 Ordner angemalt, Akquise, Planung, Durchführung, Betrieb. Das heißt, wir haben also organisieren die Dokumente in Ordner nach Projektphasen. Wenn Sie sich das mal angucken, das erste Dokument, Planung 1 DocX, da haben wir die Metadaten dran, den Namen, erstellt von Harry Hase, erstellt am 24. Mai 2021, also von heute ab, irgendwann ein bisschen in der Zukunft, je nachdem. So, wir haben dann die Information, dass dieses Dokument zu der Phase Planung gehört. Das wissen wir deshalb, weil es in dem Ordner Planung drin ist. Bei dem zweiten Dokument ist das gleiche Thema, das ist im Ordner Durchführung. Also wissen wir als menschlicher Betrachter, dieses Dokument ist im Ordner ist ein Dokument, was sich auf die Projektphase Durchführung bezieht. Soweit ganz trivial. Wenn man das ein bisschen mal anders darstellt und zum Beispiel sagt, wir haben also wählen in der Dokumentbibliothek eine Darstellung ohne Ordner oder haben gar letztendlich die Suche oder finden das Dokument in diese Dokumente in der Suche, die ja also vollkommen losgelöst grundsätzlich von den Gegebenheiten in der Dokumentbibliothek ist, dann stehen da nur der Name erstellt von erstellt am dran. Und die Information, dass das Dokument in dem Ordner Planung liegt oder Durchführung, ist einfach weg. Das heißt, wir wissen an der Stelle nicht mehr, wo das Dokument hingehört. Und dann sind wir in einem Zustand, wo man sagen muss, okay, das wird also jetzt schon kompliziert, dieses Dokument richtig zuzuordnen. Vor allen Dingen, wenn die so allgemeine Namen wie Dokumentation haben. So, das heißt, uns geht durch den Ordner oder wenn der Ordner nicht mehr da ist, geht eine wichtige Information verloren. Oder anders gesagt, der Ordner ist im Grunde genommen ja schon eine Art Metadate, die an dem Dokument dran ist, wenn Sie das mal so darstellen wollen.
Man kann das noch ein bisschen weiter treiben, das Spiel. Diese Dokumentbibliothek befindet sich ja irgendwo in der SharePoint-Website. Die SharePoint-Website gehört zu einem Projekt 2021-15. Da gehört ein Kunde dazu, die Harry Hase SE. Da haben wir eine Projektnummer und wir haben verwendete Technologien in dem Projekt. Diese Information steht vielleicht irgendwo in der Website drin oder letztendlich zumindest weiß der Bearbeiter das, dass es eben das Projekt 2021-15 für die Harry Hase SE ist. Das heißt, Kunde, Projektnummer, Technologien sind, wenn Sie mal so wollen, auch implizite Metadaten. Wenn ich irgendwo stehe und suche über meinen gesamten Tenant, dann stellen Sie fest, okay, da kommen die Dokumente, Planung 1, erstellt von Harry Hase, erstellt am 24.05. und so weiter und so fort raus. Und die Information Projektphase, Kunde, Projektnummer, Technologien, was vielleicht also wichtig wäre, um das Projekt also irgendwie zu, oder die Fundstelle des Dokuments irgendwie zu beschreiben und näher auszuführen, die ist einfach komplett verschwunden. Diese ganzen Zusatzinformationen sind weg. Und das ist natürlich also schon ein Problem, wenn Sie mal über die Suche nachdenken. Ich habe Ihnen mal hier ein Suchcenter abgebildet. Das ist im Moment das Classic-Suchcenter. An der Stelle sei angemerkt, dass Sie also ein Modern-Suchcenter mit Webparts, die Microsoft separat bereitstellt, noch bauen könnten. Aber zurück zum Classic-Suchcenter. Die linken Pfeile zeigen auf die Facetten, auf diesen Ergebnistyp Autoränderungsdatum. Das heißt, das sind also Filter, oder man kann ja auf diese einzelnen Dinge der Facetten, auf die einzelnen aufgeführten Begriffe oder Eigenschaften draufklicken und kann zum Beispiel sagen, ich möchte einfach nur alle Excel-Dokumente sehen. Dann klicken Sie einfach in der Facette Ergebnistyp auf Excel und dann werden die alle angezeigt. Das gleiche für Autor- und Änderungsdatum. Wäre ja charmant, wenn man auch Facetten da reinbekommen würde, die zum Beispiel sich auf die Projektphase, den Kunden, die Projektnummer beziehen. Das wäre natürlich charmant, muss man vielleicht nicht immer machen, aber Sie können zum Beispiel ein Projektdokument-Suchcenter bauen, wo einfach diese Facetten Projektphase, Kunde, Projekt, Projektnummer oder Projektbezeichnung einfach mit angebracht sind, dass man da die Chance hat oder dass die Anwender die Chance haben, dass sie sehen können, okay, wir können einfach einschränken. Und wenn man weiß, okay, ich suche irgendwie Informationen zu einem SharePoint-Projekt und ich habe noch grob in Erinnerung, was der Kunde war, ach ja, die Harry Hase SE, drückt man auf Harry Hase SE in der Facette, dann werden alle Harry Hase-Dokumente angezeigt und Sie können dann optimalerweise noch die Projektphase auswählen und kommen schnell zum Suchergebnis. Und das ist natürlich das, was für die Benutzer komfortabel ist. So, das kriegen Sie aber nur hin, wenn in dem Dokument diese Informationen, die wir im Grunde genommen implizit durch den Ordner, durch die Ordnerzugehörigkeit und implizit durch die Website-Zugehörigkeit, zur Erinnerung, die Website bezieht sich letztendlich auf das Kundenprojekt mit bestimmten Technologien drin, pipapo, dann hätten Sie die Möglichkeit, wenn Sie diese Informationen einfach noch an das Dokument rankriegen, dann stellen wir schon ganz gut dar. Wir haben also als weiteres Merkmal den Pfeil, der rechts ist. Der zeigt so ein bisschen in das Item-Template. Das Item-Template ist der Bereich, wie eine Fundstelle oder die Definition, wie eine Fundstelle dargestellt wird. Da haben wir im Moment den Namen des Dokuments, wir haben letztendlich diese kleine Vorschau und wir haben die URL. Kennen Sie alles? Nichts, nicht spannend. Wir könnten aber durchaus hingehen und dafür sorgen, dass in diesem Item-Template definiert ist, dass zum Beispiel der Kundenname angezeigt wird, die Projektphase angezeigt wird und alles, was Sie wollen. Alle Informationen, die an einem Dokument dranstehen, kann ich auch in dem Item-Template anzeigen. Das ist nicht so ganz trivial zu machen, die Item-Templates, aber auch jetzt nicht irgendwie großes Hexenwerk. Das kann man also mit ein bisschen Mühe die Item-Templates anpassen. Und da könnten Sie die Forderung Optimierung der Anzeige der Suchergebnisse natürlich also wirklich schön realisieren. Und das setzt einfach voraus, wir brauchen also die Metadaten da an den Dokumenten dran. So, jetzt kommen die Inhaltstypen ins Spiel. Die Inhaltstypen sind eigentlich das, was man generell in sonstigen Dokumentmanagementsystemen als Dokumentart bezeichnet. Also Dokumentarten in SharePoint entsprechen die Inhaltstypen. Die Entsprechung für Dokumentarten in SharePoint sind die Inhaltstypen, so muss ich das formulieren. So, und eine Dokumentart definiert den Typ eines Dokuments. Das können zum Beispiel ein Projektdokument sein, ein QM-Dokument, ein Vertragsdokument, whatever. So, und dann haben wir das Thema, dass an der Dokumentart, also an dem Inhaltstypen, spezifische Eigenschaften definiert sind. Wie zum Beispiel die Projektphase, die Projektnummer, der Kunde, der Autor, das Änderungsdatum und so weiter und so fort.
Diese Dokumentarten sind, wenn Sie also ein reguläres oder ein normales DMS-Projekt mal durchgeführt haben, sind die Dokumentarten letztendlich das Thema, wo man am meisten drüber spricht. So, und es wäre also für ein Dokumentmanagementsystemprojekt absurd zu sagen, wir lassen die Dokumentarten weg. Und genauso absurd ist es zum Beispiel, wenn Sie also im SharePoint-Umfeld arbeiten und sagen, ja, also mit den Inhaltstypen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Absurd. Das heißt, wir müssen uns um die Inhaltstypen und um die, also unsere Dokumentarten drum kümmern. Ich habe es hier nochmal ganz deutlich hingeschrieben. Inhaltstypen sind die Basis für Dokumentmanagement in SharePoint und somit auch in Teams. Das sollte man immer niemals vergessen, immer berücksichtigen. Wie gesagt, Sie haben durchaus die Freiheit, dass Sie sagen können, okay, wir wollen vielleicht unsere Dokumente irgendwie speichern und wollen letztendlich kein aktives Dokumentmanagement machen. Da können Sie natürlich über die Inhaltstypen in den Hintergrund stellen. Aber das sind eigentlich nicht die Anforderungen, die meistens bei den Kunden passieren oder die meistens von den Kunden an mich herangetragen werden. Ich habe Ihnen einmal die Konfigurationsseite für einen Inhaltstypen angezeigt. Und wir haben in dem Inhaltstypen, hier heißt der Projektdokument, haben wir auf der einen Seite ein paar Properties, ein paar Spalten, die angegeben werden. Kunde, Projekt, Projektphase, Technologien, Sprache, Name, Titel. Und Sie sehen, dass also rechts, da zeigt der Pfeil drauf, eine Quelle steht. Der Name und der Titel kommen irgendwo anders her. Das heißt, wir haben also offenkundig, das ist hier auch nochmal dargestellt, wenn ich das hier ein bisschen größer anzeige, wir haben ein übergeordnetes Element oder anders gesagt übergeordnete Elemente. Die Inhaltstypen sind also eine Veranstaltung sozusagen, die also irgendwie in der Struktur gegliedert ist. Gucken wir mal drauf. Ich habe Ihnen das hier mal aufgemalt, wie eine Inhaltstypenstruktur standardmäßig, das sind diese gelb-beigenen Dinge, aussehen. Ganz oben steht das Element System, dann kommt Element. Und Sie können sich also vorstellen, dass im Grunde genommen alles, was in SharePoint irgendwo passiert, von Element abgeleitet ist. Von Element abgeleitet sind dann zum Beispiel Dokument, Ordner oder auch diese ganzen Listenelemente, die Kontaktliste, die benutzerdefinierte Liste, die Aufgabenliste und was wir alles finden, ist alles von Element abgeleitet. Sie können jetzt unterhalb von Dokument also dann hingehen und eine eigene Struktur bilden. Ich habe zum einen gesagt, unterhalb von Dokument möchte ich gerne also den Inhaltstypen E-Mail haben, den ich verwende, wenn ich E-Mails speichere in SharePoint. Ich habe ein Firmendokument und unterhalb dieses Firmendokuments befinden sich das Projektdokument, das QM-Dokument und das Vertragsdokument. Kann man so machen, kann man anders machen, aber ungefähr so ist das also an vielen Stellen schon gar nicht so verkehrt. Die erste Frage, die kommt, warum, Uli, ziehst du noch das Firmendokument ein? Das Firmendokument als abstrakten Typen sozusagen ziehe ich ein, weil ich gerne möchte, dass ich zum Beispiel, wenn ich bei allen Dokumenten in der Firma irgendwann hinkomme oder mein Kunde hinkommt und sagt, ja, wir hätten gern noch eine Spalte, zum Beispiel Kostenstelle an allen Dokumenten dran. Dann kann ich einfach sagen, okay, wir tragen die in das Firmendokument ein, da oben, und rollen dann dadurch, dass wir bei Firmendokument Kostenstelle eintragen, automatisch durch die Vererbung auf alle untergeordneten Dokumente auch das Merkmal Kostenstelle aus. Das heißt, das ist einfach eine Strukturierung, die man einzieht, um flexibel zu sein. Wir haben auf der rechten Seite Ordner, Dokumentmappe. Das Thema Dokumentmappe sprechen wir gleich nochmal an. Und zum Beispiel könnte man unterhalb der Dokumentmappe, also abgeleitet von der Dokumentmappe, eine Projektmappe einführen. Mit der Projektmappe arbeiten wir gleich, deshalb habe ich dieses Beispiel hier einmal so geschildert. Das heißt, wir haben also eine Inhaltstypenstruktur und anhand dieser Inhaltstypenstruktur können wir also ein bisschen auffächern, was wir für Dokumentarten haben, die also in eine gewisse Strukturierung bringen und damit weiterarbeiten. Jetzt haben wir die Schwierigkeit, dass der Scope, also der Wirkbereich des Inhaltstyps, die Site Collection ist. Die Site Collection, wer schon mal also mit mir im Projekt zu tun hatte oder mal bei mir einen Kurs gemacht hat, kennt meinen Sprech, die Site Collection ist eine Verwaltungsgrenze. Bei der Verwaltungsgrenze fängt alles neu an. Die Berechtigungen, die Inhaltstypen, die visuelle Gestaltung, da haben Sie immer in der Site Collection das Thema, alles fängt neu an. Wir haben jetzt aber das Thema, dass wir zum Beispiel tenantweit häufig dieselben Inhaltstypen haben wollen. Wenn Sie hier nochmal drauf gucken, sehen Sie Projektdokument, QM-Dokument, Vertragsdokument haben Sie natürlich im Grunde genommen an vielen Stellen, an vielen Site-Collections im Tenant. Die Site-Collections nennt Microsoft übrigens neuerdings Website in der Microsoft 365-Version, nur das als Anmerkung. Also das heißt, wir müssen also dafür sorgen, dass wir tenantweit Inhaltstypen bereitstellen können. Und das geht beispielsweise mit dem Content-Type-Hub.
Der Content Hub ist eine unidirektionale Replikation aus. Das hat Microsoft übrigens mit SharePoint 2010 mal irgendwann dran geklebt. Wirkt wirklich ein bisschen dran geklebt. Aber wie gesagt, es funktioniert. Und das heißt, sie haben also tragen in der Content Type Hub Site Collection, das ist also eine spezialisierte Website-Sammlung, tragen sie einfach ihre ganzen Content Types mit Spalten ein und das wird unidirektional auf die gesamte Organisation ausgerollt. Der Content Type Hub ist etwas empfindlich oder sehr empfindlich bei Namensgleichheiten, deshalb empfehle ich immer, diese Content Type Hub Definitionen oder Konfigurationen für die zu veröffentlichen, also generell zu verteilenden Inhaltstypen, möglichst am Anfang zu machen. Ich weiß, dass viele von Ihnen wahrscheinlich durchaus nicht am Anfang des Projekts stehen, sondern vielleicht schon seit Jahren mit dem SharePoint-Umgebung arbeiten. Man kann das trotzdem natürlich also was machen und aufbauen, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe in der ersten Zeile geht beispielsweise mit dem Content Type Hub geschrieben. Sie könnten also diese tenweite Verteilung desselben Inhaltstypen auch anders lösen. Der Content Type Hub ist einfach die Bordmittelversion, wie man es machen kann. Und da ist, also der Content Type Hub ist nicht schlecht, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, da muss man einfach hingucken. Ich habe Ihnen das nochmal visualisiert. Auf der linken Seite sehen Sie einfach die Grafik. Die Content Type Hub Site Collection steht also irgendwo übergeordnet, wobei es natürlich bei den Site Collections keine Hierarchie gibt, aber es steht also in dem Sinne übergeordnet drin und strahlt unidirektional einfach die veröffentlichten Content Types nach unten aus. Die Konfiguration der zu veröffentlichen Content Types können Sie übrigens in der Content Type Hub Site Collection einerseits ausführen. Andererseits hat Microsoft im letzten Jahr, also 2020 im Herbst, diesen Inhaltstypenkatalog in dem SharePoint Admin Center hinzugefügt. Sie sehen daran also, dass nachdem Microsoft also lange im Inhaltstypenbereich also nichts oder wenig getan hat, da letztendlich wieder Fahrt aufnimmt, hat auch dieses Verwaltungswerkzeug da reingebaut. Mit dem kann man nicht unbedingt alles machen, aber immerhin ist es da. Das ist schon mal also ein Schritt, der einen positiv stimmt. Ich möchte noch mal kurz die Frage stellen, wozu machen wir das alles? Wozu brauchen wir überhaupt die Content Types, also Inhaltstypen und den Content Type Hub? Einige Anwendungsfälle sind, wir brauchen einheitliche Metadaten zum Organisieren, Ordnen, Suchen, hoffentlich auch Finden. Wir haben einheitliche Prozesse, die wir zum Beispiel also daran hängen wollen, wenn also ein Dokument ein Projektdokument ist, dann müssen wir dies, das, jenes machen und wenn da also ein Ereignis eintritt, Dokument wird veröffentlicht, wir haben eine neue Version oder wir haben eine freigegebene Version, muss da vielleicht irgendwas passieren und wir wollen also gern denselben Workflow tendweit verwenden. Wir haben also zeitgesteuerte Prozesse, zum Beispiel, ich möchte mal auf das QM-Dokument hinweisen, wenn wir zum Beispiel ein QM oder QM-Dokumente haben, die einen Inhaltstyp QM-Dokument haben, kann ich einen zeitgesteuerten Workflow machen, der alle QM-Dokumente einmal am Tag abrappelt und also feststellt, okay, da ist ein Dokument, das ist vor einem Jahr oder vor einem knappen Jahr freigegeben worden, das muss nochmal überprüft werden, dann kann ich also zum Beispiel alle QM-Dokumente, wenn die also auf das Alter von einem Jahr zugehen, nochmal zur Überprüfung an den Owner des Dokuments schieben. Das könnte ich natürlich nicht machen, wenn ich nicht weiß, was ein QM-Dokument ist. Wenn ich nicht weiß, was ein QM-Dokument ist, kann ich es auch letztendlich diesen zeitgesteuerten Prozess dazu nicht anwenden. So, und wir haben natürlich genauso bei der Archivierung den Fall, dass wir zum Beispiel einige Dokumenttypen vielleicht 6 Jahre aufheben, Dokumentarten vielleicht 6 Jahre aufheben müssen, Verfahrensdokumente müssen wir vielleicht 20 Jahre aufheben und wenn Sie nicht wissen, was ein Dokument für eine Dokumentart hat, was sich durch den Inhaltstypen ja charakterisieren würde, dann können Sie auch so eine differenzierte Retention einfach nicht machen. Klar, woher soll letztendlich irgendwie ein automatisierter Prozess wissen, Projekt 1 DocX ist ein Projektdokument. So, also ohne Inhaltstypen können Sie diese Geschichten also geradewegs vergessen und dann können Sie also nur mit der ganz großen Gießkanne hinfahren und alles 20 Jahre aufheben. Was aber auch wiederum an der einen oder anderen Stelle Probleme machen könnte. An sich sei noch angemerkt, dass zum Beispiel die einheitlichen das Organisieren, Ordnen, Suchen, Finden oder auch die Archivierung Forderungen sind, die durch die GOBD an Sie herangetragen werden. Das sind also keine Sachen, die man optional mal machen kann oder man lässt es, sondern wenn Sie businessrelevante, also finanzrelevante Dokumente in Ihrem SharePoint haben, das passiert im Grunde genommen sehr, sehr schnell, dass das der Fall ist, dann haben wir da Anforderungen, auf die wir eingehen müssen. So, und das können wir durchaus natürlich auch machen.
Ich möchte einmal die Dokumentmappen einführen oder die Document Sets, wie sie in Englisch heißen. Das sind, wenn Sie so wollen, intelligente Ordner. Das heißt, die Idee ist, wir haben eine automatische Anreicherung mit Metadaten aufgrund der Ordnerzugehörigkeit. Ich hatte Ihnen ja in dem Bild, das Sie auf der rechten Seite sehen, hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt. Da haben wir einfach die Situation, dass wir die Ordner haben für die Projektphasen und da ist sozusagen eine implizite Metadate, die an das Dokument rankommt, die Projektphase. So, und wir können jetzt mit den Document Sets, mit den Dokumentmappen in der Tat sagen, okay, wir haben also eine Dokumentmappe Planung. Und die Metadate Planung, diese Information, das Dokument gehört zur Projektphase Planung, kann durch die Metadaten oder durch die Document Sets automatisch in die Metadaten des Dokuments überführt werden. Das heißt, wir haben einfach eine Metadatenvererbung, wenn Sie so wollen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel dadurch, dass wir es dran haben, diese Möglichkeiten der gezielteren Suche hätten, was ich Ihnen also aufgeführt hatte. Wir können also Facetten bilden, weil wir ganz einfach die Metadatenplanung, die Metadateninformationenplanung da an dem Dokument drin haben. Wir können also metadatenbasierte Ansichten in der Dokumentbibliothek zusätzlich einführen. Wir können diese Informationen, die an dem Dokument dran stehen, in Workflows nutzen. Wir machen also nichts anderes, als dass wir das, was für den menschlichen Betrachter eigentlich letztendlich eindeutig sichtbar ist oder eindeutig klar ist, also ein Dokument, was im Ordner Planung liegt, ist ein Planungsdokument, für die maschinelle Verarbeitung greifbar zu machen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und dadurch ergeben sich also etliche Möglichkeiten, die wir also schon angesprochen haben, die wir also auch nochmal sehen werden. Das heißt, da über diese Situation oder über diese Möglichkeit sollte man auf jeden Fall nachdenken, weil sie dadurch eigentlich mehr oder weniger kostenlos, also ohne Aufwand für den Anwender, wertvolle Metadaten automatisch an die Dokumente bekommen. Anzumerken sei noch, dass diese Document Sets technisch Content Type sind. Man kann das ganze Thema noch ein bisschen weiter treiben. Wenn ich also dieses Bild, was Sie im Grunde genommen auch schon mal gesehen haben, aufklappe oder aufrufe oder nochmal darstelle, haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir die Metadaten, die sich also durch die Website ergeben, Kunde, Projektnummer, Technologien, da könnte es noch ein paar andere ergeben, die für den menschlichen Benutzer eigentlich vollkommen klar sind, dass wir die auch durch Standardwerte für Metadaten an alle Dokumente einfach dran pinseln können. Wir können also neben der Information der Projektphase, die kriegen wir aus dem Document-Set, auf Ebene der Dokumentbibliothek oder der Website auch definieren. Ich möchte, dass an jedes Dokument Kunde HRIHASE, Projektnummer 2021-15, Technologien SharePoint und SAP dran geschrieben werden. Und dann haben wir diese Metadaten einfach an den Dokumenten dran und können die zum Beispiel in der Suche in Item-Templates oder die Facettierung verwenden. Diese Standardwerte zu setzen ist nicht wirklich schwierig, Wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir also irgendwie zu einem automatisierten Prozess kommen, wie die drankommen. Aber das kann man machen und da haben wir durchaus natürlich also interessante Möglichkeiten, dadurch, dass wir einfach durch automatische Anreicherung der Dokumente plötzlich eine ganz andere Suchexperience ermöglichen können. So. Wir ziehen mal kurz ein Zwischenfazit. Die Inhaltstypen sind ein unverzichtbarer Baustein einer übersichtlichen und leistungsfähigen und GOBD-fähigen Dokumentablage. So, die Metadaten können in gewissen Grenzen automatisch vergeben werden, das habe ich Ihnen gezeigt. Wir können also Standardwerte auf Website- und Dokumentbibliotheksebene setzen und können also über Dokumentmappen auch, zum Beispiel, das war das Beispiel Projektphase, Informationen da letztendlich durchführen oder beziehungsweise dran basteln. Ich habe Ihnen mal einen Screenshot aus SharePoint hier abgebildet. Sie sehen auf der linken Seite die Dokumentmappen, Akquise, Planung, Durchführung, Betrieb, General. Ich habe einfach zum optischen Unterscheiden mal einen Ordner oben hinzugefügt. Die Symbole unterscheiden sich ein bisschen, ist auch ganz gut so. Und in der Taskpane auf der rechten Seite sehen Sie, dass wir den Inhaltstyp Y-Projektmappe haben. Und wir haben als Y-Projektphase das Thema 3 Durchführung angebracht. Wir gucken jetzt mal an, wie das also in der, wie die Dokumente aussehen. Und ich habe hier mal die Eigenschaft von einem Dokument angezeigt. Da sehen Sie, der Inhaltstyp ist Projektdokument und der Projektdokument Inhaltstyp hat zum Beispiel die Felder Kunde, Projekt, Technologien.
Die werden einfach als übergeordneter Standardwert an das Dokument rangeschrieben, ohne dass der Benutzer was tun muss. Die könnten Sie, wenn Sie Benutzer nicht irritieren wollen, sozusagen diese Anzeigen von diesen eigentlich für den menschlichen Betrachter selbstverständlichen Informationen auch ausblenden. Und der rechte Fall zeigt auf die Projektphase. Die Projektphase-Durchführung kommt einfach durch das Document-Set zustande. So, und damit erreichen wir schon unheimlich viel. Und wenn Sie einfach Szenarien suchen, Ansichten, Workflows durchgehen wollen, dann sehen Sie, dass wir eigentlich durch diesen Kniff schon einfach so viel abarbeiten, dass das System einfach schon viel besser wird oder viel besser handhabbar wird für den Benutzer und wir einfach den Komfort für den Benutzer steigern können, ohne dass er bei der Ablage was tun muss. So, jetzt haben wir also SharePoint geguckt, jetzt müssen wir uns fragen, wie passt das Ganze in Teams? Das Erste, was auffällt, ist, dass Teams in der Tat Stand Mai 2021 nicht die Möglichkeit bietet, Metadaten zu ändern. Die einzige Möglichkeit, also Metadaten an Dokumente zu bekommen, ist also die automatische Vergabe, wie ich Ihnen das gerade gezeigt habe. Jetzt geht Teams hin und legt für jeden Kanal, Sie können in Teams ja Kanäle angeben, und um ein Team also ein bisschen zu strukturieren, für jeden Kanal in SharePoint einen Ordner an. So, für diejenigen, die sich noch nicht mit diesen Zusammenhängen beschäftigt haben, wenn Sie ein Teams-Team anlegen, wird im Hintergrund einfach eine SharePoint-Team-Website angelegt. Das Ganze wird verbunden durch eine Microsoft 365-Gruppe, pipapo, zu viele Details an dieser Stelle. Aber zu jedem Teams-Team haben Sie sozusagen eine SharePoint-Umgebung, eine SharePoint-Team-Website. Und Teams guckt für Dokumente standardmäßig oder auf jeden Fall in die Dokumentbibliothek Dokumente, also in die Standard-Dokumentbibliothek, die in den deutschen Varianten Dokumente heißt, und legt da einen Ordner General an. Wenn Sie weitere Kanäle anlegen, werden einfach weitere Ordner angelegt. Und jetzt kommt der Trick. Sie können dafür sorgen, dass statt Ordnern Dokumentmappen verwendet werden. Das kann man nicht in Teams einstellen oder nicht in Teams einfach so konfigurieren. Sie müssten das so machen, dass Sie in einem als möglichst automatisierten Bereitstellungsprozess die die kanalnamensidentischen Document-Sets anlegen. Und wenn Sie dann in Teams die Kanäle anlegen, dann stellt Teams fest, oh, es ist ja schon ein Ordner da. Der Ordner ist zwar eine Dokumentmappe, das stört es aber nicht. Im Grunde genommen ist eine Dokumentmappe ja von Ordner abgeleitet, wie ich Ihnen auf dem einen Übersichtsbild mit der Struktur der Inhaltstypen gezeigt habe. Und da ist Teams mit zufrieden. So, und die via Teams hochgeladenen oder angelegten Dokumente bekommen also auch die zuweisbaren Standardmetadaten, weil wir mit dem Document-Set arbeiten können, weil wir letztendlich auf oberer Ebene in SharePoint definieren können, in der SharePoint-Dokumentbibliotheksebene oder in der Webseite-Ebene, dass sie einfach Standardwerte, zum Beispiel Kunde, Projekt, wie auch immer, haben wollen. Das ist nur die Frage, wie bauen Sie diese Umgebungen automatisch auf, wenn ein Benutzer sagt, er möchte gerne einen Projektarbeitsbereich, eine Akte, einen Teamraum, wie auch immer haben. Da kümmern wir uns zum Schluss nochmal drum, da gebe ich Ihnen einfach mal einen Hinweis, wie ich das in meinen Projekten im Allgemeinen mache. Ich habe das hier nochmal also visualisiert. Sie haben hier also links ein Team, das Team heißt Callcenter, das hat also 1, 2, 3, 4, 5 Kanäle, demzufolge ergeben sich 5 Ordner. So, das ist letztendlich Teams Standard. Sie können es aber auch so machen, dass Sie letztendlich die fünf Kanäle, die Teams bildet und Teams verwendet, in SharePoint im Hintergrund Dokumentmappen sind. Sie sind in der Darstellung auf der rechten Seite. Das ist einfach das Document-Set, das Dokumentmappensymbol, das könnte man machen. Und dadurch haben Sie all die Möglichkeiten, die Dokumentmappen bieten und können also dann sagen, okay, der Benutzer arbeitet in Teams, schmeißt einfach seine Dokumente rein, legt Dokumente an und Sie haben einfach erreicht, dass der Benutzer ganz normal arbeiten kann, aber wir reichern alles automatisch mit Metadaten an. Und das ist schon ziemlich cool, dass das funktionieren kann. Da kann man also viel mitmachen. Nochmal ein kleines Zwischenfazit. Wir können grundlegende Metadaten automatisch zuweisen, auch bei der Verwendung von Teams. Wir wollen ordnen, sortieren, suchen, Prozesse durchführen, Archivierung. Die Inhaltstypen entsprechen Dokumentarten. Jeder, der schon mal ein DMS-Projekt gemacht hat, weiß, dass letztendlich Dokumentarten ein unverzichtbarer Bestandteil sind, wenn Sie also im Endeffekt anspruchsvolle Lösungen erreichen wollen. Das ist in SharePoint natürlich auch nicht anders. Und mittels des Content-Type-Hubs können Content-Types auch tenantweit verteilt werden. So,
Dann kommt immer eine Frage, Uli, wie kommen wir zu der Inhaltstypenstruktur? Gute Frage. Das lässt sich so pauschal also nicht handhaben oder nicht sagen. Deshalb also ein paar Anmerkungen. Wir müssen also Entscheidungs- oder Unterscheidungsmerkmale finden, für welche Gruppen von Dokumenten wir einen Inhaltstyp brauchen. Das könnten zum Beispiel dieselben Metadaten sein, dieselben Prozesse sein oder sind dieselben Metadaten, also Dokumente, die dieselben Metadaten haben und dieselben Prozesse haben, können wir prima in einem Content-Type zusammenfassen. Das könnten zum Beispiel Projektdokumente sein. Wobei es bei den Projektdokumenten im Allgemeinen egal ist, ob es ein Word-Dokument, ein Excel-Dokument, ein FrameMaker-Dokument, ein Bild ist. Sie haben auf jeden Fall an diesen ganzen unterschiedlichen Dateitypen trotzdem dieselben Metadaten. Also es gehört zum Projekt sowieso, beim Kunden sowieso in der Projektphase 3. Und wir haben dieselben Prozesse, wobei Archivierung zum Beispiel auch ein Prozess sein kann. Wir hatten früher auch das Merkmal dieselben Vorlagen, das machen wir heute ein bisschen anders, aber dieselben Vorlagen hat das also durchaus dazu geführt, dass sie eigentlich nur einen Dokumenttypen Projekt, einen Inhaltstyp Projektdokument brauchten oder gebraucht hätten und hatten dann die Situation, dass sie 5 Dateitypen haben, Word, Excel, PowerPoint, Video, Bild, und müssten durch die Vorlagen da viel mehr bauen, hatten vielleicht noch fremdsprachige Vorlagen und dann wurden aus einem Inhaltstypen, den sie wegen Metadaten und Prozesse eigentlich nur gebraucht hätten, ganz schnell 30 untergeordnete Inhaltstypen, was sehr unpraktisch war. Das machen wir heute ein bisschen anders, auf die Vorlagen kommen wir gleich nochmal. Generell gilt, wir möchten auf jeden Fall so wenig Inhaltstypen wie möglich. Die Benutzer müssen das ja auch irgendwie handhaben können. Und wenn sie den Benutzer sagen, okay, hier habt ihr eure 250 Inhaltstypen, dann sehen sie den Wald vor lauter Inhaltstypen nicht mehr sozusagen. Beispiele könnten zum Beispiel für Inhaltstypen könnten eben Projektdokumente, QM-Dokumente und viele andere Möglichkeiten auch sein. Ich habe unter die Zeile, konkrete Zahl, jetzt bewusst nichts dazu geschrieben, weil es ein bisschen, ich finde das für meine Begriffe ein bisschen heikel, wenn ich also an eine konkrete Zahl, die einfach runtergeschrieben hätte und hätte geschrieben 10, 15, aber das sind wahrscheinlich ungefähr die Bereiche, die ungefähr treffen könnten. Wenn Sie ein sehr großes Unternehmen haben, haben Sie wahrscheinlich auch mehr Inhaltstypen. Aber wie gesagt, da kann man individuell mal drüber sprechen. Aber es sollten auf keinen Fall nicht plötzlich Hunderte werden. Wir haben jetzt ein paar Gedanken. Ich habe Ihnen ein paar Gedanken aufgeschrieben. Was tun wir zum Beispiel, wenn Sie zwischen Inhaltstypen auswählen müssen, weil Sie mehrere Inhaltstypen in einer Dokumentbibliothek freigegeben haben? Was tun wir, wenn Metadaten explizit zugewiesen werden müssen? Wie gehen wir vor, wenn viele Dokumente hochgeladen werden, wobei viele sich auf die schiere Menge der Dokumente beziehen kann, aber auch an die Zahl der beteiligten Websites? Was machen wir, wenn Mails oder Mailanhänge hochgeladen werden müssen? In Teams können Sie also ohne weiteres, Stand heute, nicht so ohne weiteres einen Mailanhang reinziehen. Probieren Sie es mal ruhig aus. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, dass ich da also eine Idee habe und die heißt Trackpad. Das Trackpad ist eine Software, die ich also seit 2008 entwickle und das war ursprünglich wirklich mal ein kleiner Bereich, den man rechts unten im Bildschirm, auf dem Bildschirm haben konnte, um was draufzuziehen. Daher der Name Trackpad. Trackpad ist mittlerweile also letztendlich ein full-featured Programm geworden, das jede Menge Sachen kann, jede Menge Automatisierung hat und das ist einfach letztendlich so dieser Bereich oder so eine Applikation, die Sie also auf großen Bildschirmen einfach zum Beispiel rechts in die Ecke schieben können. Die sieht hier so riesig aus, auf dem großen Bildschirm ist sie nicht riesig und in dem Trackpad sehen Sie einfach hier die ganzen Teams-Arbeitsbereiche, wo ich gerade unterwegs bin und auf die kann man einfach was draufziehen, das zeige ich Ihnen gleich. Ich entwickle das Trackpad auf Basis von Kundenanforderungen seit 2008 und das löst einfach ein paar Probleme, die eigentlich alle Kunden haben, deshalb zeige ich Ihnen das auch mal. Und ursprünglich war das Ziel, Mails und Dokumente und Anhänge einfach nach SharePoint zu überführen. Mittlerweile habe ich auch eine Take-Out-Funktion, kann Vorlagen machen, habe eine automatische Übersetzung reingebaut. Das Ding ist im Grunde genommen optimal für Power-User, hilft aber auch allen anderen. Das ganze Thema ist leicht verwaltbar. Sie können das durch ein signiertes MSI-Paket einfach installieren. Das ist konfigurierbar durch Gruppenrichtlinien, hat SNMP-Unterstützung und vieles andere mehr. Und ein großes Ziel, die schnellstmögliche Erledigung der Aufgaben. Denn Sie werden feststellen, dass einige Schritte, die man in SharePoint eigentlich immer wieder geht und immer wieder geht und immer wieder geht, einfach erschreckend langsam eigentlich sind. Und das ist auch dieser Claim, mit dem ich durch die Gegend laufe, der einfach Make Your Workplace Fast Again genannt ist. Mach deinen Arbeitsplatz
Arbeitsplatz einfach wieder schnell. Da geht es einfach darum, dass einfach durch viele Situationen, die sich also ergeben, einfach die Abarbeitungsgeschwindigkeit der Benutzer sinkt, weil es eben doch ein Stückchen umständlich ist. Und da kann zum Beispiel Dragpad helfen. Ich habe Ihnen einmal eine kleine Demo gezeigt, zeige Ihnen einmal eine kleine Demo, wie man zum Beispiel Mails einfach nach Dragpad einfach einlasten kann. Wir machen das einfach mal so und markieren einfach hier 1, 2, 3 verschiedene Mails, die wir hier haben. Nehmen wir gleich ein paar mehr. Man kann die einfach zum Beispiel hier in einen Teamraum ziehen, auf dieses Y-Team-Template. Dann geht also dieser Dialog auf. Sie können noch sagen, in welchen Ordner oder Dokumentmappen der haben möchte und haben das Kennzeichen, dass wir E-Mails automatisch speichern mit dem Inhaltstyp-E-Mail. Sie machen okay, was ich gerade gemacht habe. Dann wird Dragpad ein bisschen im Hintergrund arbeiten. Kopiert die Mails einfach in SharePoint rein, lädt die hoch. Das macht er alles im Hintergrund. Also das heißt, Sie können schon normal wieder mit allem anderen arbeiten. Und Sie werden dann einfach, wenn wir gleich mal in die Dokumentbibliothek gucken, machen wir jetzt mal kurz auf, werden Sie gleich einfach sehen, so, ich mache es mal hier gerade auf, dass wir hier, wenn wir in den Ordner reingehen, die Mails hier drin sind und wenn wir also auf die Eigenschaften der Mails gehen, sehen Sie, dass die Mails dem Inhaltstyp E-Mail zugeordnet sind und der Name, der Titel, from, to, die Message-ID, die Conversation-ID, alle Dinge eingetragen sind, die man zum Sortieren für die Übersichtlichkeit verwenden könnte. Sie haben des Weiteren dann die Möglichkeit oder beziehungsweise werden sehen, wenn wir mal wieder kurz in Outlook reingucken, dass die Mails, die also mit von Dragpad rübergezogen worden sind, also mit zwei Kategorien vermerkt werden, einmal mit der Information in SharePoint gespeichert und da letztendlich auch dran geschrieben wird, das ist im Arbeitsraum Team Template drin. Dadurch haben Sie die Möglichkeit auch nachzuvollziehen, was haben Sie da reingeworfen. Was ist da wirklich drin? Was haben wir schon abgearbeitet? Das Ganze macht Dragpad nicht als Plugin, wie Sie sehen, sondern Sie haben einfach dieses Dragpad, diesen Bereich, den Sie an die Seite schieben können. Ich habe einfach festgestellt, und das ist mit vielen Kunden verprobt, dass das mit Abstand der schnellste Weg ist, wie Sie Mails, in zum Beispiel Mails oder Mailanhänge oder auch andere Dokumente einfach in SharePoint reinbekommen oder in SharePoint und Teams reinbekommen, was ja ungefähr das Gleiche ist. So, gucken wir mal weiter. Wir haben also die Ideen nochmal also hier aufgeschrieben. Bei Dragpad geht es um eine schnellstmögliche Erledigung von Aufgaben. Wir sind sehr schnell durch massiven Cache-Einsatz. Das heißt, Dragpad regelt alles im Hintergrund, cached wie wild. Wir haben Zugriff auf alle relevanten Arbeitsbereiche. Die können also durch verschiedene Methoden ausgewählt werden, über Raumlisten, über Teams-Templates und vieles andere mehr. Wir machen einfach Drag-Drop, ziehen die Sachen einfach ein und haben auch nicht das Thema, dass sie also irgendwie mit dramatischen Plugin-Gewurschtel rumfuhrwerken müssen, sondern sie haben einfach das Ding, was sie rechts unten in den Bildschirm ranschieben oder wo auch immer sie es haben wollen und ziehen einfach die Sachen drauf, fertig. So, wir haben dann noch eine weitere Fragestellung. Wie bekommt man einfach Dokumente aus SharePoint heraus, wenn Sie zum Beispiel als Mail-Anhang ein Dokument versenden wollen? Das ist auch gar nicht so einfach und da hat Dragpad auch durchaus eine Antwort. Das führe ich Ihnen jetzt mal vor. Sie können einfach in Dragpad gehen auf die Takeout-Funktion, können also zum Beispiel 1, 2, nehmen wir noch ein drittes Dokument dazu, einfach markieren, klicken auf den Schalter Original. Dann holt Dragpad das aus SharePoint raus, schiebt es in die Zwischenablage und Sie können einfach hingehen und sagen, Sie gehen also einmal in das Outlook-Ding, in das Outlook und sagen einfach besser Steuerung V und dann sind die Dokumente da drin. So, fertig. Wenn Sie zum Beispiel auch hingehen wollen und würden sagen, Sie wollen die also nicht als Einzeldokumente, sondern als ZIP verschicken, klicken Sie einfach auf ZIP. Dann kriegen Sie einen Dialog, der fragt, wie soll das ZIP sein. Die Dragpad Takeout-Funktion geht hin, holt die Dokumente aus SharePoint raus, packt die in den ZIP-Ordner und Sie können die einfach hier einfügen. So, und viele Kunden sagen, okay, die Take-Out-Funktion ist eigentlich noch wertvoller als die Fragestellung, wie kriegen Sie die Dokumente in das SharePoint-System rein. Weil Take-Out ständig der Fall ist, Sie haben ständig den Fall, dass Sie irgendwelche Dokumente, die in SharePoint sind, irgendwo per Mail verschicken müssen. Und das ist im Endeffekt, merkt man, auch nicht so ganz so einfach zu machen. Dragpad hilft. So. Dann haben wir als nächstes Thema, was ich einmal definieren möchte, haben wir das ganze Thema Vorlagen. Wir sind immer bisher davon ausgegangen, oder beziehungsweise in dem, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, dass Sie irgendwo ein Dokument, eine Mail, einen Mailanhang haben, der schon da ist und ziehen den irgendwie rein.
Wir haben aber im Allgemeinen ja auch den Fall, dass in kollaborativen Umgebungen Dokumente neu erzeugt werden sollen. Und dann haben wir einfach den Standard, den sehen Sie rechts. Sie haben also den Schalter neu und sagen einfach, ich klicke mal drauf und bekomme Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms und haben da eigentlich letztendlich auf den ersten Blick was ganz schön ist. Aber ich muss dazu sagen, dieser Standard ist doch weitgehend wertlos. Denn was hilft Ihnen ein leeres Word-Dokument? Was hilft Ihnen eine leere Excel-Mappe? Okay, die könnte vielleicht manchmal helfen, aber spätestens mit der leeren PowerPoint-Präsentation ohne das Firmenlayout drumherum können Sie also wirklich nicht viel damit anfangen. Wir hatten früher das Thema, dass wir also die Vorlagen über die Inhaltstypen ausrollen konnten. Das hat, wenn Sie verschiedene Dateitypen und Sprachen hatten, hat das die Zahl der Inhaltstypen einfach signifikant aufgebläht. Ich hatte Ihnen ja gesagt, die Unterscheidungsmerkmale für Inhaltstypen sind zum Beispiel dieselben Prozesse. Bei Projektdokumenten kann man das schön erklären. Bei den Projektdokumenten haben Sie immer dieselben Metadaten. Kunde, Projektphase, Technologien, pipapo, haben wahrscheinlich immer dieselben Prozesse, irgendwie Freigabe für Kunden müssen genehmigt werden, die müssen archiviert werden und so weiter und so fort. Aber sie haben dadurch, dass sie verschiedene Dateitypen, Word, Excel, PowerPoint, Grafiken, Visio, wie auch immer haben, für die Projektdokumente vielleicht auch verschiedene Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, was auch immer, womit sie arbeiten, blättert einfach die Zahl der Vorlagen und blenden diese Inhaltsmenge der Vorlagen, die Anzahl der Inhaltstypen, die man früher gebraucht hatte, signifikant aus. Auf. In der Modern UI sind wir immerhin flexibler. Man kann beliebig viele Vorlagen definieren. Das sehen Sie in dem Menü. Da kann man zum Beispiel auf dieses Vorlage hinzufügen klicken und kann sagen, man möchte also diese Vorlagen auch einem bestimmten Inhaltstyp zuweisen. Wenn Sie auf die drei Punkte, die rechts neben der Vorlage stehen, zum Beispiel beim Projektbericht.de, können Sie den Inhaltstyp ändern, den Inhaltstyp vorgeben und kommen letztendlich schon ganz gut hin. Die Nachteile sind oder die Problemfälle sind, wir haben da keine zentral verwaltbare Lösung. Das ist was Sie im Grunde genommen für jeden Inhalt, für jede Dokumentbibliothek individuell konfigurieren müssen. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, individuelle Metadaten bei der Erstellung des Dokuments abzufragen. Bei der Erstellung des Dokuments weil das Dokument in einem bestimmten Ordner ist, können wir unsere automatisch zugewiesenen Metadaten dran kleben, was schon sehr, sehr viel wert ist. Haben aber das Thema, dass wir die Möglichkeit, dass wir individuelle Metadaten ranschreiben wollen, das ist einfach nicht so direkt gegeben. Kann man mit SharePoint natürlich machen, ist aber ein Stück weit umständlich. So, für die Ideen, ich habe also zwei Ideen für die Vorlagen. Das eine ist, Sie könnten also hingehen und sagen, Sie verlegen die Vorlagen regelbasiert und pflegen die automatisiert in allen Arbeitsbereichen oder passen die in allen Arbeitsbereichen an. Vorlagen anpassen wird man ja relativ häufig wenn sich also irgendwie im Footer von einer Dokumentvorlage irgendwie der Geschäftsführereintrag geändert hat, dann müssen Sie natürlich überall austauschen. Wenn Sie mit Bordmitteln arbeiten wollen, hätte ich für Sie ein Produkt im Angebot namens CosiTrack Template Sync. Der geht einfach hin und geht aus einem zentral definierbaren Vorlagenpool hin und rappelt einfach alle Website-Sammlungen durch und passt also in den Dokumentbibliotheken die Vorlagen an und aktualisiert die und pipapo. Das zweite Thema ist, Sie können ein zentrales Vorlagensystem implementieren. Da würde ich Ihnen gerne einmal meine Document Factory vorstellen, beziehungsweise eine Erweiterung für DragPad ist die Document Factory Embedded, was bei meinen Kunden eigentlich der beliebtere Fall mittlerweile ist. Die ganze Idee ist einfach folgendes von der Document Factory, dass man Vorlagen einfach zentral ablegen kann. Die Vorlagen werden Content Types zugeordnet. Eine Vorlage kann auch für mehrere Content Types durchaus verwendet werden. Beim Anlegen können Metadaten abgefragt werden und das Dokument kann auch mit Textbausteinen generiert werden. Sie sehen das auf der Grafik. Wir haben links den Vorlagenpool und die Document Factory kann also auf Basis der Vorlagen Dokumente generieren und die in also beliebige Websites und Dokumentbibliotheken reinspeichern. Wir haben also die Document Factory Embedded, das ist also ein Werkzeug, das in DragPad integriert ist. Der Vorteil ist, dass Sie also das zentral aus DragPad regeln können, also zentral aus dem, aus dem,
aus dem Tool, was Ihnen Zugriff auf alles bietet. Das ist vor allen Dingen für Power-User sehr spannend, weil die nicht ständig immer in alle Dokumentbibliotheken navigieren müssen. Wenn Sie den ganzen Tag nur in einer Dokumentbibliothek arbeiten, ist es egal. Aber es ist eben so, dass viele Power-User in 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 Projekten arbeiten. Das gilt vor allen Dingen auch für Teamassistenzen. So, wir können also die Dokumente zentral aus Trackpad erzeugen, wir können Metadaten individuell festlegen, mit Textbausteinen arbeiten und haben den zentralen Vorlagenspeicher. Wir haben im Grunde genommen die Situation einfach so, Sie wählen eine Vorlage aus, die Document Factory erzeugt daraus das neue Dokument und speichert das in SharePoint und tritt dann einmal gegen Word, das direkt das Dokument aus der Dokumentbibliothek öffnet. Ich werde Ihnen das mal zeigen. Wir haben also hier unser Trackpad. Wir gehen einmal in die Document Factory Embedded, da zeigt er die zur Verfügung stehenden Inhaltstypen an und da die zugeordneten Vorlagen. Und man kann im Schnellmodus einfach einen Dateinamen vorgeben. Machen wir mal kurz und nennen das mal Welcome 123. Und dann können Sie sagen Anlegen und Öffnen. Oder Sie könnten, möchte ich auch zeigen, auch einen Ordner oder Dokumentmappe wählen. Sie sagen Anlegen und Öffnen. Das Dokument wird aus der zentralen Vorlage erzeugt, gespeichert und Word öffnet automatisch schon aus dem SharePoint dieses Dokument, was Sie hier haben, und Sie können also dann losschreiben, losarbeiten, einfach speichern und das Dokument ist direkt am richtigen Ablageort. Sie können sich das überlegen, wenn Sie also mit vielen Teams arbeiten oder mit vielen SharePoint- und Arbeitsbereichen, Projektarbeitsbereichen, ist das sensationell schnell, dass Sie einfach alles aus dem zentralen Trackpad regeln müssen. So. Wir haben jetzt aber, wir haben das im Schnellmodus gesehen, da fragen wir keine Metadaten ab, das heißt, wir kriegen unsere Standard-Metadaten. Die Metadaten von Anwendern zu erfragen ist stets heikel und ich glaube, dass Sie nur eine Chance haben, das beim ersten Kontakt mit dem Vorgang den Benutzer machen zu lassen. So, das heißt, ich habe also jetzt noch einen komplexeren Modus für die Document Factory, wo also direkt beim Erstellen, wenn der Benutzer also gut motiviert ist sozusagen oder hoffentlich der noch gefragt wird, gib mir mal also 1, 2, 3 Metadaten, mach die schnell dran und wir haben die sofort in dem Dokument drin. Und optimalerweise können Sie die Daten auch direkt im Dokument verarbeiten. Ich zeige Ihnen einmal den Vorgang, die Textbausteine und Dokument und Metadatenverarbeitung im Dokument zeige ich Ihnen nicht, weil das also wäre das zeitlich einfach hier nicht mehr reinkriegen. Aber wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne auf mich zukommen. Wir gehen nochmal in Trackpad. So, wählen die Vorlage aus, sagen wir wollen den detaillierten Zugriff auswählen, dann geht dieser Dialog auf. Da ist es eben so, da können wir sagen, wir wählen die Vorlage aus, geben den Dokumentnamen an. Können in der Registerkarte Textbausteine noch ein paar Textbausteine festlegen, können auf Felder gehen und die Felder hier definieren, die Felder definieren und hätten dann die Möglichkeit, dass einfach die Erstellung erfolgt. Gut, haben wir, können wir machen. So, dann haben wir noch den dritten Fall, den ich ansprechen möchte. Wir haben also häufig, oder einen weiteren Fall, den ich ansprechen möchte, wir haben häufig die Situation, dass ein Dateisystem benötigt wird oder vielleicht ein Dateisystem benötigt wird. Das kann passieren, wenn Sie also, oder Sie haben häufig die Situation, dass eine Dateisystemdarstellung benötigt wird, weil Sie zum Beispiel Software verwenden, die nicht mit SharePoint umgehen kann. CAD-Software ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sie einfach letztendlich Softwareprodukte verwenden, die also eigentlich super sind, die Sie auch brauchen, die auch Dokumente erzeugen, die Sie eigentlich unbedingt in der SharePoint-Umgebung haben wollen, um also eine vollständige Datenhaltung zu haben, die aber letztendlich nicht mit SharePoint umgehen können. So, wir haben also zum Beispiel bei Projekten, wo Zeichnungen drin sind, wo Bilder, die Sie vielleicht mit Photoshop erfassen, drin sind, immer das Thema, das wäre blöd, die also separat noch auf ein Dateisystem zu legen. Eigentlich brauchen Sie in SharePoint, weil Sie vielleicht auch mit externen sharen wollen, alles an einem Ablageort haben wollen, pipapo. So, das heißt, da müssen wir also eine Integration finden. Wir haben auch sicherlich Prozesse, die sehr dateisystemlastig geplant sind, die Sie zwar mit SharePoint abwickeln wollen, aber die Prozesse daraus bestehen im Moment, dass die Benutzer einfach Dokumente hin und her kopieren oder wie auch immer und das ist mit SharePoint einfach kompliziert. Ob man die Prozesse so fahren will, in Zukunft sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe etliche Kunden, da sind die Prozesse im Moment so, die wollen SharePoint benutzen, müssen aber einen Teil des Prozesses irgendwie abbilden und haben da einfach eine dateisystemlastige Ausgangssituation, die man irgendwie umsetzen muss.
Und ich habe es hier nicht aufgeführt, aber ich will auch nicht verhehlen, dass es durchaus Kunden gibt, die Mitarbeiter haben, die einfach aus irgendwelchen Gründen mit dem Dateisystem arbeiten können, wollen, müssen, warum auch immer, und dann letztendlich mit SharePoint also überhaupt gar nicht zurechtkommen. Wenn Sie also die SharePoint-Dokumentbibliotheken als Dateisystem darstellen wollen, haben Sie ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie das mit WebDev probieren können. Wir hatten in dem Classic SharePoint immer die Möglichkeit, dass man diesen Knopf hatte im Explorer öffnen. Wir haben sicherlich die Möglichkeit, dass man also irgendwie versuchen kann, irgendwas mit OneDrive zu zaubern. Aber wenn wir auf die weiteren Anforderungen gucken, haben wir letztendlich zum Beispiel Themen wie die Performance. Wir möchten automatisch selektieren, welche Websites und Bibliotheken dargestellt werden sollen. Und wir müssen zum Beispiel Verhaltensweisen von Programmen beim Speichern auch ausbügeln. Das will heißen, es gibt Programme, die einfach hingehen und sagen, wir speichern nicht einfach, sondern wir legen eine Temporärdatei an, benennen die um, legen noch eine Temporärdatei an, benennen die um. Das zerschreddert ihnen einfach die SharePoint-Versionierung, was natürlich auch sehr unschön ist. Aus dem Grund habe ich also auch aufgrund von vielen Kundenanforderungen CozyTrack Drive entwickelt. CozyTrack Drive geht also einfach hin und sagt, es stellt Websites und die Dokumentbibliotheken als Dateisystem dar, wobei sie verschiedene Quellen haben können. Das können eine SharePoint-Liste, Teams, die Suche manuell sein. Sie haben einfach verschiedene Möglichkeiten. Wir haben massives Caching. Ich habe das ganze Verfahren mit bis zu 500.000 Dateien pro Bibliothek getestet. Funktioniert. Wir haben die App Optimization, also die Optimierung des Speicherverhaltens für Anwendungen. Da habe ich ein paar Standardanwendungen dabei, aber wir haben also auch die Möglichkeit, da Custom-Verhaltensweisen zu definieren. Und Sie können das ganze Ding, das ist eine Enterprise-Software, über Gruppenrichtlinien steuern. Ich möchte Ihnen das mal kurz vorführen. Wir haben das CozyTrack Drive Cockpit, das kann im Normalfall also einfach im Hintergrund passieren. Und wir führen einfach ein Laufwerk raus. Und haben dann einfach diese Dokumentbibliothek, die wir schon verwendet haben, einfach in der Laufwerksdarstellung. Sie sehen auch, das geht alles schnell, obwohl ich eine langsame Internetverbindung habe. Und wir machen einfach diese AutoCAD-Zeichnung hier mal auf. AutoCAD geht auf, als wäre nichts gewesen. Und Sie sehen, dass AutoCAD auch ein paar Temporärdateien speichert. Die werden von CozyTrack Drive abgefangen und nicht in SharePoint zurückgeschrieben. Macht ja auch keinen Sinn. Wenn Sie AutoCAD wieder zumachen, sind diese Temporärdateien auch weg, aber SharePoint hat davon nie was bemerkt. Speicherverhalten wird optimiert, haben Sie alle Möglichkeiten, wie schon beschrieben. So, und da können Sie also auf die Art und Weise ganz einfach hingehen und sehr schnell, sehr einfach, sehr flexibel, zentral gesteuert aus Ihren Dokumenten Dateilaufwerke generieren. Wir haben als wesentlichen Punkt haben wir also das Caching berücksichtigt, weil wir insbesondere bei Szenarien mit Microsoft 365 einfach um Performance zu bekommen, Cache-Handling brauchen. Ich persönlich sitze hinter einer sehr langsamen Internetverbindung und bin sehr auf Caching darauf angewiesen. Wir haben den Verzeichnis-Cache, den Read-Cache, den Write-Cache. Der Write-Cache überlebt natürlich auch Abstürze, Verbindungsabbrüche, und Sie können beim Upload aus dem Write-Cache auch sagen, wie viele parallele Prozesse Sie haben wollen. Wenn Sie 700 Dokumente letztendlich kopieren würden und der Write-Cache arbeitet das dann ab, wäre es natürlich blöd, wenn der 700 gleichzeitige Upload-Vorgänge machen würde. Dann ziehen Sie Ihre Leitung natürlich gnadenlos zu. So, ich zeige Ihnen das nochmal. Wir haben hier einfach eine bereitgestellte Situation, ein bereitgestelltes Laufwerk, ziehen einfach von lokal einen Ordner rüber. Sie sehen, dass da 106 Megabyte drin sind, und wir werden jetzt sehen, dass wir, wenn wir diesen Ordner mit 106 Megabyte einfach kopieren, auf Microsoft 365 mit der lahmen Internetverbindung, sieht das für den Benutzer so aus, dass das also ein schneller Kopiervorgang ist. Und Sie sehen rechts unten schon, dass CozyTrack Drive sich meldet und seinen Schreibcache-Hintergrund-Uploads macht. Und wenn Sie also mal in die Queue gucken, sehen Sie, dass die Queue einfach abgearbeitet wird mit zwei aktiven Prozessen. Der Benutzer kann ganz normal weiterarbeiten und die Dokumente fließen einfach hier rein. Wir haben in der Registerkarte Cache View, klicke ich mal drauf, hier auch die Anzeige, welche Dokumente im Cache liegen, wie alt die sind, und haben da also einfach diverse Möglichkeiten, da auch zu sehen, was er tut. Der Benutzer braucht sich natürlich nicht die ganze Zeit damit zu beschäftigen, funktioniert einfach im Hintergrund, funktioniert übrigens auch in Terminal-Server und Citrix-Umgebungen. Ich möchte noch kurz den Bereich Security und Compliance ansprechen. Wir haben, um Inhalte zu schützen, auf jeden Fall die Berechtigungen, die man setzen kann. Das ist jetzt also keine neue Erkenntnis.
Wir haben zusätzlich die Data Loss Prevention. Das dient einfach zum Verhindern von unbeabsichtigten Datenabflüssen, dass also irgendwelche internen Dokumente nach außen freigegeben werden. Und wir haben die Azure Information Protection. Ich möchte einmal die Data Loss Prevention kurz thematisieren. Da geht es darum, dass man verhindert, dass optimalerweise automatisch erkannte Inhalte an Externen übermittelt werden. Zum Beispiel könnten Sie sagen, Dokumente, wo eine interne Projektnummer erkannt wird, wie Dev 2021-0058, werden nicht über Outlook, Exchange, SharePoint, OneDrive oder den Teams-Chat nach außen an Externe gegeben. Sie haben ja auch in SharePoint-Websites häufig den Fall, dass man einfach mit Externen zusammenarbeitet. Und da könnte das natürlich also schon relevant sein, dass Sie also schützen wollen, dass also interne Dokumente nicht nach draußen gehen. So, das ist also praktisch und um schnell und verhältnismäßig unkompliziert einfach Sharing von internen Informationen zu verhindern. Ich zeige Ihnen mal wieder, wie das aussieht. Ich mache mal hier dazu meinen OneDrive auf. Und im OneDrive sehen Sie schon, dass es also eine Zeile gibt, wo also das Gesperrtschild dran ist. Aber ich share erstmal gehe erstmal auf Sharing für ein normales Dokument. Jeder mit dem Link, also das anonyme Sharing ist eingezeichnet und ich kann auf bestimmte Personen draufgehen. Gebe jetzt hier einen externen Kollegen oder Kollegin an und kriege dann zwar einen Hinweis, Amy ist außerhalb der Organisation, aber ich kann die trotzdem einfach sharen. Jetzt gehe ich mal auf das Dokument, wo das Gesperrtschild dran ist. Das ist also ein durch Data Loss Prevention erkanntes, schützenswert erkanntes Dokument. Da sehen Sie, dass das anonyme Sharing schon ausgeschaltet ist. Ich kann aber hier trotzdem auf bestimmte Personen gehen. Gebe also jetzt gleich den externen Benutzer an. So, und bekomme dann die Anzeige, Element enthält vertrauliche Informationen, kann nicht nach außen geshared werden. Das ist ungefähr so die Idee hinter der Data Loss Prevention. Das ist relativ einfach zu implementieren, wenn Sie Regeln aufstellen können, wie Sie diese externen Inhalte greifen können. Eine Stufe anders oder mehr ist die Azure Information Protection. Da geht es darum, also Dokumente zu verschlüsseln, dass nur bestimmte Personen darauf zugreifen können, das Dokument mit Wasserzeichen kennzeichnen und Sie haben die Möglichkeit, also auf der einen Seite manuell die Zuweisungen zu machen. Sie sehen das auf dem Screenshot, den ich Ihnen gezeigt habe für Word. Es gibt auch Möglichkeiten, automatische Zuweisungen zu machen, auch AI, also künstliche Intelligenz basiert. So. Weiteres wesentliches Thema ist natürlich die Retention, also die Archivierung. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dass wir also ein Record Center einrichten könnten, also ein zusätzliches Archiv. Microsoft geht aber jetzt eher den Weg also eine In-Place-Archivierung vorzuschlagen. Und die In-Place-Archivierung kann also für die In-Place-Archivierung müssen Sie oder überhaupt für die Archivierung müssen Sie also entscheiden, wann soll der Zeitpunkt der Zuweisung des Retention Labels erfolgen. Das kann bei Erstellen des Dokuments sein, jeweils bei Änderung des Dokuments, bei einer Veröffentlichung des Dokuments oder auch beim Abschluss eines Projekts. Wenn Sie mal in die Datensatzverwaltung in dem Compliance Center von Microsoft 365 gucken, sehen Sie, dass hier einfach verschiedene Labels mit verschiedenen Aufbewahrungskennzeichen, Aufbewahrungsdauern und auch einem Löschtyp angelegt werden können. Und da müssen Sie sich nur überlegen, wie bekommen Sie diese Labels zu dem richtigen Zeitpunkt an das Dokument ran. Das kann auf der einen Seite natürlich manuell erfolgen. Es gibt regelbasierte Möglichkeiten. Sie können das natürlich alles über die PowerShell regeln. Und Sie können auch auf Third-Party-Produkte setzen und beispielsweise den CosiTrack Provisioner, den ich Ihnen gleich nochmal einmal erwähne, anweisen, dass er hingeht und zum Beispiel, wenn Sie an ein Projekt archiviert dran, abgeschlossen dran schreiben, dass er dann hingeht und sagt, okay, ich archiviere das jetzt dadurch, dass ich hingehe und setze an alle Dokumente, die in diesem Projekt sind, einfach das Kennzeichen, das Retention Label archiviert und in Abhängigkeit von dem Inhaltstypen können unterschiedliche Retention Labels dran gesetzt werden, die dazu führen, dass wir also durchaus unterschiedliche Archivierungszeiträume bekommen. Und das ist wieder das Thema mit den Inhaltstypen. Wenn ich nicht in der Lage bin zu erkennen, was für ein Dokument das ist, ein Projektdokument, ein Verfahrensdokument oder whatever, dann können Sie natürlich auch nicht differenzierte Aufbewahrungszeiten dran setzen. Insofern ist das schließt sich hier der Kreis. Wir haben bei der Automatisierung, vor allen Dingen mit Power Automate, die Möglichkeit, Workflows zu erzeugen. Wir können also beliebige Automatisierungen machen, zum Beispiel einen Genehmigungsprozess,
der also irgendwie einen Workflow darstellt, der den Anwender fragt, soll das Dokument freigegeben werden, ja, nein, willst du es nochmal überprüfen? Wir können eine Veröffentlichung durchführen, wir können also einen zeitgesteuerten Prozess machen, der eine Revision eines Dokuments nach einem Jahr anfordert. Da haben wir also viele, viele verschiedene Möglichkeiten, was man mit Power Automate machen kann. Die Power-Plattform an sich ist ein Riesenthema, sodass ich die nur an dieser Stelle einmal erwähnen möchte oder beziehungsweise nur erwähnen möchte, aber es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Anzumerken wäre noch, dass es Power Automate nur in Microsoft 365 gibt, nicht auf lokalen SharePoint-Servern. Und wenn Sie jetzt nochmal auf das große Ganze gucken und sich fragen, wie können wir eigentlich oder was müssen wir machen, um das Ganze zu implementieren, was ich Ihnen gezeigt habe, kommen wir auf jeden Fall dazu, dass wir also eine Arbeitsumgebung für die Anwender brauchen. Also einen Projektraum, einen Teamraum, eine Akte, wie immer Sie das nennen wollen. Wenn Sie diese Projekträume, Teamräume, Akte einrichten, da haben wir viele Handgriffe, die erforderlich wären. Einmal den Teamraum anlegen, wir haben also ein Aktivieren von Features, weil wir, um Dokumentmappen zu benutzen, zum Beispiel das Feature Dokumentmappen aktivieren müssen. Wir müssen die Inhaltstypen konfigurieren, wir müssen die Ansichten erstellen, wir müssen also Vorbereitungen für Teams treffen, wir müssen also die Document-Sets mit den Kanalnamen anlegen, wenn sie es so machen, wie ich vorschlage. Wir haben sicherlich Anpassungen der Optik und Navigation, wir müssen über die Berechtigung nachdenken und wir müssen auch das Teams-Team erzeugen, was oben drauf sitzt und sicher noch viele andere Dinge mehr. Diese ganzen Thematiken müssten wir optimalerweise, wenn der Benutzer sagt, so, ich hätte das jetzt gern, müssen wir das irgendwie auf Knopfdruck bereitstellen und realisieren können. Ich empfehle grundsätzlich immer, das über eine Raumliste zu steuern, über die man letztendlich die Anlage von neuen Arbeitsbereichen erstellen kann und wo wir auch die Übersicht oder wo auch die Benutzer eine Übersicht über ihre Arbeitsbereiche finden können. Wir können über diese Raumliste auch den Lifecycle steuern, das heißt anlegen, wir haben dann die aktive Arbeit, wir haben das Thema, dass das Projekt oder die Akte geschlossen wird. Das soll dann archiviert werden, dadurch, dass Retention-Labels drangesetzt werden. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie so eine Raumliste in einem typischen Projekt von mir aussehen könnte. Ich baue gerne eine Communication-Zeit, da haben wir also die Raumliste zur Verfügung. Das ist einfach eine Liste, die also viele Merkmale hat und die Räume oder Akten aufführt. Man kann verschiedene Ansichten definieren. Und wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Ansicht nach Akten oder Projekt extern machen wollen, dann können Sie das einfach auch so regeln. Wenn Sie einen neuen Bereich anlegen, können Sie einfach ein neues Element anlegen lassen, die Benutzer, da könnte man natürlich auch ein Power Apps-Formular drumherum basteln, wählen eine von verschiedenen Vorlagen aus. Können dann letztes noch eintragen, wer ist der Owner, wer sind die Member und viele andere Informationen, die Sie brauchen, um das also anzulegen. Und dann brauchen wir einfach einen Hintergrundprozess, der mit dieser Information oder mit diesen Informationen dann den Arbeitsraum oder die Akte oder was immer es werden soll, baut. So, und dann haben wir natürlich auch den Status, der wird standardmäßig mal aktiviert sein, wenn es losläuft. Dann können wir also hier das speichern. Da könnte man zum Beispiel natürlich noch einen Workflow zur Genehmigung dranhängen und dann läuft das Ding los und wird dann irgendwann die URL dran kleben. Wir haben dann die Anforderung, dass wir einen Hintergrundprozess brauchen, der dann letztendlich die Arbeitsumgebung baut und konstruiert. Ich hätte das in meinen Projekten, setze ich den Cosy-Track-Provisioner ein und dieser Cosy-Track-Provisioner basiert einfach darauf, dass Sie Arbeitsräume aus Vorlagen erstellen können. Sie können also beliebig viele Vorlagen definieren, diese Vorlagen einfach erfassen, diese Vorlagen dann ausliefern und auch dynamische Anpassungen an den Vorlagen machen und bauen den Raum so, wie Sie es brauchen. Ich habe also die Erfahrung gemacht, dass ich also auch durchaus komplexe Szenarien bedienen kann. Ich kann auch Teams erzeugen, Teams vorbereiten. Wir haben die Möglichkeit, dass wir also den ganzen Lifecycle abdecken können, also bei abgeschlossenen Projekten Retention Labels setzen. Das heißt, ich gucke mir nicht nur den Erzeugungsprozess an, sondern also betrachte den Lifecycle vom Anlegen über irgendwelche Modifikationen, die gemacht werden müssen, bis hin zur Archivierung. Ich kann auch mehrstufige Szenarien unterstützen und vieles andere mehr. Für einen Einblick zeige ich Ihnen einmal das Cosy-Track Provisioner Cockpit. Das ist einfach die Umgebung, mit der man letztendlich hingehen könnte und könnte also definieren, was man erfassen möchte. Ansonsten ist das natürlich ein Hintergrundprozess. So, ich möchte von den ganzen Themen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe im Crash-Einstieg, nochmal ein kurzes Fazit ziehen. Ein flexibles Dokumentmanagement mit SharePoint und Teams ist definitiv möglich.
Wir können viel erreichen, ohne dass man den Anwender das Leben schwer macht, dadurch, dass wir viele Dinge einfach automatisch irgendwie dran kleben können oder dran setzen können, wo wir an anderer Stelle profitieren, siehe das ganze Thema mit den automatisch zugewiesenen Inhaltstypen. Wir können im Sicherheits- und Compliance-Bereich viele Dinge machen. Und wir haben letztendlich die Möglichkeit, dass wir einfach komplexe Themen abdecken können, Security- und Compliance-Themen, die man also zum Beispiel in der On-Premise-Welt also wirklich nur schwer hinbekommt. Und wir haben letztendlich auch die Möglichkeit, dass wir mit Überlegungen und Wir haben definitiv die Möglichkeit, dass wir also eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, was aber definitiv also eine sorgfältige Planung letztendlich brauchen wird, weil wir einfach dafür sorgen müssen, dass also für die Benutzer genau die richtigen Arbeitsbereiche erzeugt werden, mit denen die letztendlich viel tun können. Ich habe Ihnen ein paar Third-Party-Produkte gezeigt, das Trackpad, was also im Grunde genommen Dateimanagement darstellt. Wir können zentrales Vorlagenmanagement einführen. Wenn Sie es brauchen, können wir auch ein Dateisystem emulieren und um die Umgebung über den Lifecycle von der Erzeugung bis zur Archivierung zu bedienen, haben wir durchaus zum Beispiel die Möglichkeit mit dem Cozy Track Provisioner, den würde ich nehmen, oder anderen Produkten, da auch viel zu erreichen, viel zu automatisieren und einfach den Anwender das Leben einfach zu machen. So, und da bin ich wieder und wir sind auch schon am Ende. Ich hätte noch ein paar Tage weiter erzählen können, aber man soll ja erstens aufhören, wenn es am schönsten ist, und man kann ja auch jederzeit weitermachen. Apropos, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich doch bitte ganz einfach bei mir. Das gilt natürlich auch, wenn Sie Consulting-Bedarf haben, das ist ja mein Kerngeschäft. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Kurs aus meinem Kursangebot interessant für Sie. Es gibt einen auch zum Thema Dokumentenmanagement, aber auch andere Themen wie Power Plattform, Microsoft Phone System und Teams für Professionals. Sie können ja mal einen Blick auf meine Website werfen. Wenn Sie eins meiner Produkte testen möchten, kommen Sie bitte auch einfach auf mich zu, wir organisieren das dann. Vielen Dank nochmals für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich hoffe, es waren hilfreiche Informationen für Sie dabei und es hat auch ein wenig Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Ihr Ulrich Boddenberg.